Die Museen in Washington ziehen Besucher in Scharen an. Doch schon bald könnte es hier menschenleer sein. Wenn der Kongress nicht bis Freitag um Mitternacht den Haushalt für 2011 verabschiedet, müssten viele öffentliche Einrichtungen schließen. Wenn alles zu ist, kann ich nicht mehr in die botanischen Gärten gehen und wir kommen nicht mehr in die Smithsonian-Museen rein. Wenn es Schließungen gibt, sollen sie wenigstens Bescheid geben. Das ist eine Frage der Höflichkeit. Im Kongress streiten Republikaner und Demokraten seit Wochen über den Haushalt. Die Republikaner fordern auf Druck des konservativen Flügels drastische Einschnitte. Umgerechnet knapp 43 Milliarden Euro weniger Ausgaben wollen sie. US-Präsident Barack Obama ist dagegen. Ohne Einigung aber gibt es kein Geld, um die 800.000 Staatsbediensteten zu bezahlen. Nur die wichtigsten Einrichtungen und Dienstleistungen würden weiterlaufen. Ein Großteil der Budgetplanung für das Verteidigungsministerium wird stillstehen. Und die Militärbediensteten werden keinen Sold bekommen. Die Militäreinsätze der USA im Irak und in Afghanistan sollen nicht betroffen sein. Nationalparks etwa würden aber schließen. Und auch der Nationale Zoo in Washington. Zuletzt passierte das in den 90er Jahren, in der Amtszeit des demokratischen Präsidenten Bill Clinton. Aktuell fürchten Experten, dass der leichte Wirtschaftsaufschwung in den USA abgewürgt werden könnte, wenn der finanzielle Stillstand länger als 3 Wochen andauert.